Hefelde Komma. Ufer jäse, wa? Und hier haben sie das Wort mit vergesse zu schreiben. Jetzt steht da genau umgekehrt von dem, was ich sagen wollt. Entschuldigen Sie bitte. Und wo ist der Brief an der Ganova? Wenn ich uns vergesse. Vergesse. Sie werden auch in ihre Kopf vergesse, wenn ihr denn in Angewasse wäre. Typisch Fraulück. Was haben sie eigentlich in ihrem Kopf? Schon? Klamotte? Kosmetik gedöns. Und dann Hühle natürlich. Hanse dann kein Sack durch. Was frohn ich, auch verjäse. Hey, Hanse Ming sagt durch. Mir sind dernere Mädchen und schwätzen auch jam platt. Deswegen sind ich hier geordnet mit Minge zwei Prinzessinnen hier hinkommen, um euch auch jetzt führen zu wollen aus früherer Zeit. Doch mir als zwei Majestäte, wo sie wegen sehr verbunden sind, verzählen mir euch jetzt vom Zusammenkommen der zwei Genossenschaften, die uns in der Nähe jen hat, der Winzefreien und der Weinbau. 1873, wo uns im Präsident Peter Josef Bertram der Winzefreien gegründet. Die Mitglieder hatten vom Verzähl her Jod jet an der Füß. Deshalb sorgten sie damals für die Winzefreien Köhverein, weil sich die Mitglieder auch Kö leisten konnten. Ein paar Jahre später, nach der Gründung vom Winzerverein, kommt der Juse erfreulich und das Ergebnis war, dass keine Mitglieder mehr aufgenommen werden konnten. Das Jahr natürlich knatsch und die Lücken waren unzufrieden. 8 Jahre später, 1881, wurde dann der Weinbauverein gegründet. Auf der Weg hat das der Pastor hingebracht, der Pastor wohl, dass alle Menschen geholfen wurden. Die Mitglieder vom Weinbauverein konnten sich bloß Jese leisten, weshalb auch der Weinbauverein Jeseverein genannt wurde. Die Knie zwischen den zwei Genossenschaften hielt lang an. Es ging über mehrere Generationen. Bloß in den 20er Jahren, wird immer wieder Unstimmigkeiten oder wie sollten wir so schön die Zängs. Sie sind noch weg, wenn man im Rucksack voll zu Fuß gegangen und so in den Zug gestiegen. Und der Zug, die hat bei Jungs. Nicht mit dem Abteil zum Mieterkehren, sondern der Wort. An jeder sind alle finstere, Stunden, Bänke und jene und der andere im ganzen Ware sehen. Und wo immer viel verzaubert. Und wir waren auch mal da. Und der Verkehrsgöbers, der kam immer mit dem Rad, da wollen ja alle Rennen fahren. Ne? Der kam immer mit dem Rad. Der sollte für mich, weil die Leute wollen alle am Zuhören, wenn ich nicht einfach so wollte. Wie war das noch ans Wort der Söhne? So, was für ein Söhne? Ey, die will Söhne. Und die wohnen alle Uhr am Spitze, denn das Fleisch war knapp in der Zeit, ne? Ja, sag ich, das war so. Wir wollen da, ich und der Kürbis, wir wollen da ein bisschen die Hose aufmachen. Haben sie halt die Schwäße aufgeputzt, und wir mal hören wir vom Wix, sie hat einzeln Schuss. Oh, sag ich, das fühlt sich an wie ein Triefjahr. Und tatsächlich, ob immer, ich habe ein Rauschen gekommen, der Rusche richtig durch den Wald kommen, die Fechten kommen, ganz rot will sehen, ne? Noch kleine Schuhe und Schuhe, Keile, alles zu wegen, ne? Und mir ging an den Decken, ich zog mir ein bisschen Wurm rup, aber hoch mir nicht. Und so kommen wir, ein Sohn, die kommen noch neu geschliffen, die kommen gehüpft, die wurden wahrscheinlich angeschossen. Und angeschossene Söhne sind sehr gefährlich. Da habe ich mir ein bisschen am Wurm, ein bisschen hochgezogen, der Körper so an die andere Seite. In den ersten Nachkriegsjahren, in der Schulklasse, noch sehe ich noch die Ovens waren. Die Ovens waren rund, mit in der Mitte einem Ball. Da wurde man zehnmal vollgestampft von Mauer zu Mauer. Dann wurde der Rundball rausgezogen und in das Loch, das dann entstand, machte die Gemeinde denen viel, so lange, was der Ofen brannt. Dann kam der Deckel drauf und es wurde Wärmchen wart. Eben, wir konnten so noch ganz ängstlich parat. Denn manchmal, und das ist nicht gelogen, aus der Deckel mit Qualm und Funken durch die Luft geflogen. Weil es mit dem Ofen nicht so richtig geklappt und der Klasse war kalt, schickten die Lehrer uns her und das wurde im ganzen Dorf verzaut. Mit großem Müll und man hätte sich gezaut, hätte die Gemeinde eine Korksheizung in gebaut. Ich wurde mit Fingerhülschen angemacht
und wenn es brennt, mit Koks vorgelacht. Kräme Schubeck, wo damals bei dir mähen. Morgen, dort, der Tote, morgen meistens ganz allein. Einer von uns Männern hat denn durch die Gellenfinse zugekickt und uns verzahlt seine tolle Trick. Morgens, der Hubert hat ja die Heizung angemacht, stunden ein paar von uns Männern parat. Er war gerade Dürus, da sind wir durch die Gellenfinse über den Korks, was an der Heizkessel gerutscht. Von denen über mich erzählen, die Urwüchse haben die andere Pflanze. Und wie ihr seht, sind ich kein unbeschriebener Blatt. Hier in Dirne hat man mich auf die Welt geholt. Die Heavens war auch dabei. Die joff man Klaps auf den Po, was ich nicht wollte. Drum quittier dich das Mottgeschrei. Mir hielt auch at warm Wasser parat. Dort drin wuhr ich dann ganz gründlich gebat. Ich wuhr nicht wie ein Kall auf meinem Strick auf die Welt gezogen. Ich komm von selber, das ist nicht gelogen. Aber wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet, ich hätte auf der Stelle wieder kehrt gemacht. Die ersten Monate waren ja nicht so doll. Ich hatte tagtäglich die Windel. Der Ältere hatte ein Haus gebaut, 58, 59 im April. Ich war 3 Monate alt, da war ungezogen. Der mittlere Etage war als Wohnung ausgebaut. Da zuchten in der Tante Angela, der Onkel Johannes, mit 3 Konden. Da zuchten in der Bab und der Mam und wir waren damals 4 Konden. Wir waren zusammen 11 Flück. 11 Flück dort sich aber der Luxusleiste, ein Badezimmer mit einem WC zu haben. Das war noch damals im Standard, wahrscheinlich hat ja ganz modernes. Wenn man sich da zurückführstellt, morgens früh, 11 Flück, die über Klo wollen oder über Badezimmer, da kämen keine mehr rechtzeitig auf der Arbeit oder in der Schule. Ne? Damals hing da, der war alles, das ging alles noch ein bisschen schneller und ein bisschen einfacher und ein bisschen unkomplizierter. Aus Badezimmer, das war so ein langer Schlauch. Und im Grunde genommen bestand da das 4 wesentliche Elemente. Wenn man reinkommt. Die schriftliche Erwähnung über Dirne und seinen Wingenbau steht im Brümmer Urbar, Güterverzeichnis der Benediktiner Abtei Frücht von 893, die sich mit der höckigen Gemeinde beschäftigt. Du hieschet es Vinia in der Garana Vale ad Caratas. Die Übersetzung lautet: Es gibt ein Weinberg im Berner Tal, der jährlich 3 Fässer Wein liefert. Ob die Fässer hätten geschrieben, Vinum externo, Wein aus Derno. Dort drüber hätten wir Bab, der lange Franz, wieder nicht geschrieben. Da wären ich nachher für dran. Wie ich erfahren habe, soll für ein paar 100 Jahre mir wiese wingen, der nie jen als Rode. Um 1800 herum hatte mir an der A für Rode wing das Trinchholz, das dort schnell vergab. Danke, ich bin da aus.
ärmere Wind, der wird doch schenken, denn wir wacken.